manchmal nicht das Offensichtliche. Bitte, Walker, bitte. Mané, Mané, Koulibaly! Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem Cristiano Ronaldo Tots versus Totti Squad Builder Battle. Wir haben den wohl wahrscheinlich besten Spieler im Game, einmal als Tots und einmal als Totti-Variante. Und heute testen wir aus, wer der bessere von beiden ist, obwohl sie sich wahrscheinlich nicht viel nehmen auf der Karte. Meiner ist der First Owner. Der ist automatisch besser. Ja, Mann, wir haben das letztes Jahr auch gemacht, dieses ganze Experiment. Und das ging auch mega gut ab bei euch. Deshalb, wenn euch das Video gefällt, lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Ich habe auf jeden Fall Bock auf dieses Duell jetzt hier. Das ist ein bisschen so Déjà-vu von letztem Jahr. Was wollte ich noch sagen? Du wolltest vielleicht sagen, dass du jetzt mal sagst, welche Formation du hast. Ich habe Schiff 4-2. Gute Idee, habe ich auch. Ronaldo LS? Ja, Mann, Ronaldo LS. Nice. Du auch? Ich habe doch die gleiche Idee gehabt. Ja, klar. So, fangen wir an. Linkes Mittelfeld. Da habe ich den guten Costa for Birthday. Nein, Spaß. Da habe ich den Rafa Tots und im ZM Deco Optimus Prime. Kannst du machen. Ich dachte, vielleicht gehst du mit Allen und mit Insigne. Uff. Okay. Wer kommt denn auf Deko, Mann? Deko ist doch einfach nur zu Deko da. Na, aber als Optimus Prime sieht gut aus, ne? Alle denken so, ich habe eine Mille gezahlt. Ah. 200k, ne? Ja, ja, ja. Okay, gut, dann halt du mal rein. Ja, habe ich. On the left side, we got a winger from the Serie A. Da habe ich Dries Mertens. Und zwar seine Shapeshifter-Karte. So, und im ZM gehe ich mit einer Karte, die ist vielleicht nicht ganz so auffällig. Da habe ich Blaise Matuidi in Form. Mann, ich hab gedacht, ich hab dich jetzt. Wo du gerade gesagt hast, was du aufgeschrieben hast, ich hab genau dasselbe aufgeschrieben. Insigne, Tots und Allen habe ich aufgeschrieben. Uff. Huhu. Hast du es vorher schon aufgeschrieben oder ich dann erst? Ich hab's vorher aufgeschrieben. Also, ich mach so, ich bin so einer, auch wenn du zuerst machst, ich lass stehen, was ich stehen habe. Das ist so ein Scheiße. Aber heute ist schon irgendwie so ein bisschen seltsam, ne? Wir haben die gleiche Formation, wir schreiben das gleiche auf. Ja, was ist denn hier los, Alter? Okay, wir kommen zur rechten Seite. Stürmer, ZM, RM. Also, wir brauchen jetzt einmal sehr sexuell erregende Musik, denn es wird jetzt ganz, ganz wild. Im Sturm gehe ich mit Eusebio Moments. Im Mittelfeld gehe ich mit Doucouré. Ja, dein Lieblingsspieler, kennst du ihn noch? Hallo? Ja. Und on the right side gehen wir mit dem Ismaili Sarr. Den kennst du auch noch, ne? Hä, bist du behindert? Bestimmt. Hä, du hast doch niemanden. Das geht gar nicht. Ne, ne. Das ist fake. Da, da. Ja. Wie willst du den Eusebio Prime leisten, wenn du dir gerade mal Ronaldo geholt hast? Willst du mich verarschen? Ja. Da wurde das ein oder andere Sparschwein geplündert. Der eine oder andere Anruf mit Peter Zwegert getätigt. Lüg mich nicht an. Sag jetzt, was du hast. Hat das dann doch funktioniert irgendwie. Ja. Wirklich? Würden sie sich jetzt angucken, wäre es vielleicht noch schöner. Irgendwie gucken sie voneinander weg. Willst du mich verarschen, Alter? Ja, natürlich. Warte mal, du hast zuletzt mal 14 Millionen. Wie hast du jetzt Ronaldo und Eusebio geholt? Das frage ich mich gerade. Das geht doch gar nicht. Ich bin Schnäppchenhunter. Ja. Alles klar. Ja, ich hatte Hazard Birthday, Großrot, Rodrigo. Da warst du ja ganz knapp dran. Dann mache ich jetzt weiter. So, rechter Sturm. Da haben wir Dybala Tots. Rechtsmittelfeld habe ich Salvio und im ZM Cardoso. Cardoso, das war ja so offensichtlich, dass ich den natürlich nicht aufgeschrieben habe. Baust aber gut in letzter Zeit, muss ich sagen. Ich habe Lewandowski aufgeschrieben, Sancho, weil du ja irgendwie was mit Bundesliga, dieses Weekend League-mäßige machst und noch Casemiro. Jawohl, Junge. Außenverteidiger, let's go. So, dann gehen wir mal erstmal mit dem Linksverteidiger. Ja, da haben wir den Alex Tejes in Rot, den ich noch habe. Auch eine alte Legende, die Karte. Und Rechtsverteidiger, da musste ich mich entscheiden zwischen drei Karten, die es dort in dieser Liga gibt. Vielleicht hast du ja den goldenen Schnapper gemacht, vielleicht auch nicht. Da habe ich den Montiel. Ah, ich dachte, du gehst vielleicht anders. Ich dachte, du machst es links den gar nicht mehr und gehst irgendwie mit Carvajal. Oha. Und auf der linken Seite habe ich Semedo aufgeschrieben. Uff, boah, Semedo war echt die zweite Überlegung. Gut, dann halte ich jetzt rein. Linker Verteidiger. Hast du den Strong Link? Ich gehe mit Alexandro, komm. Lass mich den spielen. Und auf der rechten Seite konnte ich mich entscheiden zwischen drei Spielern in dieser Liga. Und da bin ich gegangen mit Hector Bellerin. Ah, ich habe Pereira, aber den guten Alexandro, den habe ich.
Nein, oder? Jo, Alexandro habe ich. Ich dachte mir, safe gehst du nicht mit Mario Rui. Und dann war irgendwie so der Alexandro da und dann halt. Die Verbindung ist leider schlecht. Ich muss jetzt hier aufhören. Bis dann. Ciao. So, wir kommen zum großen Finale. Die letzten drei Spiele. Ich halte zuerst rein. Stefan hat ja schon einen Torwart. Ja, weißt du, wer da steht? Böni der Öni, Junge. Böni der Öni? Okay. Ja, Böni Öni. Okay. Rechte Innenverteidigung. Ja, es ist wirklich offensichtlich geworden heute. Aber das. Wir gehen mit David Luiz in der rechten Innenverteidigung. Habe ich ihn noch? Ich habe ihn noch. In der linken Innenverteidigung gehen wir einfach mal mit Eder Militao. Und im Tor gehen wir, Bro, ich... Also, du weißt, ich habe es letztens gesagt, ich habe Areola. Ich gehe mit Courtois. Hast Glück gehabt, Alter. Ey, du sagst David Luiz, da habe ich Cannavaro. Links habe ich Militao und im Tor Areola. Was? Ja. Wirklich? Ich schwör's dir. Ey, ich wollte Courtois aufschreiben. Boah. Ja gut, aber einen Bronze musst du hinpacken. Verteidigung sieht gut aus. Okay, gut, dann mache ich jetzt. Und zwar linke Innenverteidigung habe ich erstmal den Pepe Tots. Ne, zwei grüne links. Rechte Innenverteidigung habe ich Otamendi Scream und im Tor Ederson. Es war so klar. Es war so klar. Es war so verdammt nochmal klar, ne? Ich dachte mir, dass du es schon so machst mit diesem Pepe. Ich dachte mir, weil ich es letztens gemacht habe, machst du diese SBC auch. Und ich habe deswegen diesen Armani aufgeschrieben. Habe aber noch Carlos aufgeschrieben. Aber Pepe muss raus. Pepe raus? Ja. Pepe raus. Aber der Rest kann bleiben. Ja, okay. Aber trotzdem, Innenverteidiger ist auch kacke mit Torwart dann, ne? Dann würde ich sagen, Leute, gehen wir gleich rein ins Game. Pepe muss raus. Viel Spaß gleich. Boah, ich dachte echt, du nimmst den Cannavaro, den du gezogen hast. Der ist halt zu perfekt gewesen. Wie soll ich denn noch eine Ikone nehmen, Alter? Ach scheiße, das ist ja Eusebio, Alter. Fuck. Ich hab das ich jetzt wieder in ganz anderen Sphären unterwegs, gell. Ey, scheiße, was ein Fail, ey. Let's go. Was ist denn hier los? Tag der offenen Tür. Bernie, Alter. Bernie, warum kommt der Torwart? Nein. Oh, Mann. Dybala. Ey, mit rechts, Junge. Mann. Ja, come on, Eusebio, Junge. Ronaldo! Guck mal, erste Chance von dem Direktor. Ich hätte schon drei Tore machen müssen, ne? Dieses Spiel, Alter. Si! Da kommt da mal, da kommt da keiner. Das kann doch nicht wahr sein. Bruder, was soll ich denn da machen, Alter? Ey! Let's go, Cristiano Ronaldo! P-P-Sü! Sturm aus der Hölle, Verteidigung aus dem Schwanz. Ich hab Angst. Mein Gott, Digga, Alter, so schön gespielt. Oh, Eusebio ist böse. Ich weiß nicht, wie der antritt, aber der tritt an. Und wenn der angetreten ist, Digga, was soll ich denn da machen, Alter? Alter, was machst du da, Junge? Hast du irgendwie eine Behinderung oder was? Wie kann man so schnell sein wie Eusebio, ne? Das ist, kann man so schnell sein wie Salvio da oben? Nein. Nein, warum legt dich den Ball so weit vor, Mann? Nein, wer ist denn da so groß? Ja, der muss mitarbeiten. Ach du Kacke. Bro, das sind echt böse Sachen, die du da versuchst. Aber Böni, der Öni ist... Oh, ey! Wechsel. Er wechselt wieder nicht. Jawohl, Junge. Nein. Wichtig. Und dann sowas. Weißt du, du machst die ganze Zeit Spiel zu gut und dann nimmt das Spiel dich auseinander und dann musst du so ein Tor machen. The referee is indicated, there will be a minimum of 2 minutes. Of added time, Alter! Let's go! Oh, shit! Nein, wenn der jetzt rot gibt, Alter. Rot. Mein Arsch, wenn der jetzt rot gibt. Das habe ich damals gegen Payne auch gesagt. Vermutet man. Ey, jetzt ist alles im Arsch, Digga. Warum freue ich mich, Digga? Ich schwör's dir, Alter. Irgendjemand macht so Auge, Alter. Ich freue mich 5 Sekunden und dann Dreck rot, Alter. Alles am Arsch, ey. Ey, also schlimmer hätte es nicht passieren können, ey. Ja, und jetzt wird's noch dicker. Oh mein Gott, Alter, scheiße. Nein, du kurierst schon wieder. Willst du den Ball nicht? Oder was machst du da? Ich, also, Bernie, Ernie, Junge. Mach mir keinen Herzschmerz jetzt. Oh mein Gott. Ey, Dicker.
Ja! Das ist Eusebio, Mann. Was denkst du, dass du den aufhalten kannst? Ja. Ey, ich hab nix gedrückt, Alter. Ey, gib jetzt am besten noch eine rote, Alter. Komm mal, Ronaldo. Let's go. In die Mitte rein, Ronaldo. Das dritte. Der macht den Unterschied. Aber Birdie hat den Ball und der kann nicht passen. Aber jetzt geht er. Oh, Mann, der kommt wieder zu. Dich doch, Alter, unter Mendy, Sohn. Du Sweaty. Let's go. Alter, du bist so eine Sweat-Geburt, ey. Ja. Deko. Der kann nicht. Nein. Da ist so viel Platz. Er spielt. Schieß doch. Mann. Mein Gott, ist das ein AIDS-Game, wirklich. Schieß doch. Nein! Ja, moin. Ey, sag mal, hat der einen Arsch offen? Was macht der da? Oh mein Gott. Ja, komm, pass hier irgendwas, irgendwas, ey. Da hab ich Platz. Hab ich Platz. Der ist noch drin. Der pfeift ab. Dieses Spiel, Alter, das macht keinen Sinn, Leute. Ohne Witz, ey. Bin ich froh, wenn diese Saison vorbei ist, Alter. Bitte, nur noch 3 Tots, dann sind wir endlich durch, ey. Bro, also, ich hab's letzte Mal schon versucht. Ich bleibe auch dabei. Ich gehe mit den Außenverteidigern. Und mit dem Torwart. Oh, Salvio getroffen, 140.000, meinen roten Alex Tellez leider und Ederson hast du getroffen. Hast du nicht umgestellt oder was? Doch, ich habe umgestellt, aber nicht alle Positionen. Ich hatte Ronaldo LZM und Dybala RIV, Deco war rechtes Mittelfeld, der wäre noch was wert. Ansonsten Raphael linker Innenverteidiger. Das ist einfach nur Glück. Hey Leute, nimmt den Like-Button auseinander für dieses kranke Duell. Ronaldo Toti gegen Ronaldo Tots. Bei ihm hat Ronaldo komplett rasiert, hat fast alle Tore gemacht. Bei mir Ronaldo noch rot geholt. Nimmt den Like-Button auseinander. Wir verabschieden uns. Haut rein und ciao. Ciao.